Das ist mir schon oft passiert. Mit meinem Aktenkoffer in der Hand stehe ich vor einem Mehrfamilienhaus, um jemanden zu besuchen. Während ich noch die Klingelanlage scanne, kommen Mitbewohner aus der Tür und blicken mich ein wenig seltsam an. Manche ängstlich, andere kritisch, einige sogar ärgerlich. Was ist nur mit diesen Leuten los? Warum schauen die mich so an? Ich bin doch weder der Glöckner von Notre Dame, noch der Bucklige von Soho. Weshalb reagieren die Leute so? Ich habe ihnen doch nichts getan. Richtig, Sie haben es gleich erraten. Die Leute glauben, ich sei ein Vertreter, ein Abzocker oder ein Missionar einer dubiösen Sekte. Jemand, der ihnen etwas aufschwatzen will, was sie nicht haben wollen. Der sie zu etwas überreden will, das sie gar nicht tun möchten. Davor haben die einen Angst und bei den anderen steigt der Blutdruck. Wir haben es in unserer Gesellschaft zur Gewohnheit gemacht, fremde Menschen an der Tür als Bettler, Gauner und Betrüger zu betrachten, als unseriöse Geschäftemacher oder Sektenapostel. Solchen Typen kann man einfach nicht trauen. Das weiß doch jeder, nicht wahr? Doch nicht jeder Fremde, der bei uns klingelt, gehört in diese Schublade. Viel öfter, als wir glauben, stehen Leute vor unserer Tür, die wir nicht kennen, die uns aber nichts Schlechtes wollen, nicht im Geringsten. Vor einigen Jahren gab es eine lustige Fernsehwerbung. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern. Da geht jemand wie jeden Tag seiner Arbeit nach. Plötzlich steht ein Fremder mit einem Koffer vor ihm. Großes Erschrecken oder kritischer Blick. Was will dieser Kerl von ihm? Ist er etwa der Gerichtsvollzieher, der den Fernseher und Smartphone pfänden will? Oder ein Anwalt, der ihm etwas ans Zeug flicken möchte? Vielleicht sogar ein Polizeibeamter, weil er im Straßenverkehr wieder einmal geschlafen hat? Dabei will der Fremde gar nichts von ihm. Im Gegenteil, er will dem anderen etwas bringen. Er öffnet den Koffer und großes Erstaunen auf dem Gesicht des Besuchten. Dann Jubel und Freude. Der Koffer ist voller Banknoten. Er hat im Lotto gewonnen. Er hat nun ausgesorgt. Er ist reich. Nicht auszudenken, wenn er den Fremden voller Misstrauen abgewiesen hätte. Fremde begegnen uns überall. Nicht nur bei der Arbeit oder an der Haustür. Damit wird auch das Misstrauen unser ständiger Begleiter, denn Fremden kann man ja nicht trauen. Das glauben wir jedenfalls. Das ist unsere Überzeugung. Und je fremdartiger sie aussehen, desto größer sind unsere Vorurteile. Da hält ein großer Van vor einem Supermarkt. Die Türen öffnen sich und ein Mann, drei schwarz gekleidete Frauen, verschleierte Frauen und ein Haufen Kinder stürmen in den Laden. Während die Frauen miteinander tuscheln und Waren prüfend in die Hand nehmen, ohne etwas davon in den Einkaufskorb zu legen, toben die Kinder lautstark durch die Regale. Verkäuferinnen beobachten das Treiben argwöhnisch und genervt. Kunden fühlen sich belästigt. Und der Geschäftsführer fürchtet Verluste, denn diesen Leuten kann man ja nicht trauen. Dabei haben Muslime ähnliche Werte wie die Menschen des christlichen Abendlandes, zum Beispiel Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Außerdem sind diese arabischen Touristen mit Sicherheit keine armen Kameltreiber aus der Wüste. Die könnten sich nämlich keine Sightseeing-Tour durch Berlin leisten. Doch weil sie eine fremde Sprache sprechen, eine andere Hautfarbe haben und sich nicht nach unseren Modevorstellungen kleiden, sind wir der Überzeugung, dass sie lange Finger machen. Denen kann man nicht trauen. Davon sind wir oft überzeugt. Nicht nur bei fremdaussehenden Menschen. Auch Politiker, Bankkaufleute, Finanzmakler, Versicherungsagenten, Manager und Werbeagenturen haben bei uns keine guten Karten. Sie stehen auf der Liste der vertrauenswürdigen Menschen ganz unten. Männern, Teenagern und nicht religiösen Menschen vertrauen wir außerdem weniger als Frauen, Senioren und überzeugten Christen. Besonders wenn uns jemand etwas verkaufen oder aufschwatzen will, sind wir misstrauisch oder wenigstens zurückhaltend.
Doch 80% der Bevölkerung sind vertrauenswürdig, sagen uns die Fachleute. Dazu gehören natürlich auch Politiker und die Angestellten von Banken und Versicherungen. Die meisten Menschen meinen es also gut mit uns. Wenn wir ihnen unser Vertrauen schenken, werden sie es meistens mit ihrem Vertrauen belohnen. Und das macht unser Leben leichter. Denen kann man nicht trauen, ist also eine Überzeugung, die unser Denken vergiftet, ein harmonisches Miteinander verhindert und unsere Gefühle belastet. Dazu entspricht sie nicht einmal der Wirklichkeit. Vielleicht könnten wir unbeschwerter leben, wenn wir anderen so lange vertrauen würden, bis wir vom Gegenteil überzeugt werden. Unterstellen wir also unseren Mitmenschen zunächst einmal die besten Absichten. Begegnen wir ihnen ohne Argwohn und lassen wir uns von ihnen positiv überraschen.